Hallo und herzlich willkommen, liebe Heroes of the Storm Freunde. Neuer Held ist draußen, Mal'Ganis. Ich habe ihn mir schon geholt und muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, ich glaube, er ist schon seit 3 Tagen mittlerweile draußen. Ich bin ein bisschen spät dran, bin leider nicht zum Aufnehmen gekommen und hatte zusätzlich auch ein paar Internetprobleme. Das heißt, einerseits hatte ich wenig Zeit und andererseits, wenn ich es gewollt hätte, hätte ich auch nicht wirklich gekonnt, weil das Internet mehrfach unterbricht bei mir momentan leider. Ja, wie auch immer, jetzt ist Mal'Ganis da. Ich habe ihn noch nicht gespielt. Ich habe auch nur diesen Pre-Release Rampenlicht-Trailer aus dem Hause Blizzard gesehen. Kurz, und ich habe so eine grobe Vorstellung von dem, was er kann. Talente habe ich mir noch gar nicht angeguckt, Fähigkeiten habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Ist wirklich komplett blind. Wie gesagt, nur durch diesen kurzen Film da habe ich da ein bisschen reingestöbert. Und ich wollte ihn jetzt zum ersten Mal mit euch zusammen mir angucken. Schauen wir mal. Also, Talente. Wir haben hier Flügelschutz. Gewährt für jeden Helden. Warte, wir müssen erstmal die Fähigkeiten gucken. Das macht mehr Sinn, ne? Stößt mehrfach vorwärts. Ja, das habe ich auch in dem Trailer gesehen. Abklingzeit 8 Sekunden. Oh, es geht schon los. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, warum gehst du in ein Spiel, wenn du dir noch nicht mal weißt, was der Held kann? Oder was so die Talente sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, es macht durchaus Sinn, sich das vorher mal anzusehen. Macht auf jeden Fall Sinn, sich das vorher anzusehen, aber ich mache das öfter so, weil ich bin neugierig, ich bin heiß, ich möchte dann eine Runde HOTS spielen und es ist auch so ein bisschen Learning by Doing bei mir. Und was auch noch dazu kommt, Quick Match ist ja das Niveau nicht besonders hoch und dementsprechend, wir haben ein sehr gutes Team, auch die Gegner haben ein ganz gutes Team. Es ist sehr, sehr fair aufgeteilt, wir haben 2 Tanks, Mal'Ganis ist ja ein Tank, soweit ich weiß. Ich bin mir noch nicht ganz genau sicher, aber ich denke, dass man den eher so als Bruiser, so halb DD, halb Tank einordnen wird. Wie gesagt, ich hoffe, ich erzähle keinen Quatsch, weil ich habe mich gar nicht für das Video vorbereitet. Ist ganz cool. Wir haben auf jeden Fall Muradin, wir haben Keltas, Nasebo, Usa und mich. Also das Team bin ich für Quick Match sehr zufrieden. Besser hätte es gar nicht laufen können von meinem Team her. Aber auch die Gegner sind stark. Die haben noch einen Arthas, der momentan sehr, sehr strong ist. Ragnaros als Ausgleich gegen Nasebo. Funkelchen und Nova. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde unser Team ein bisschen besser. Alleine schon aus dem Grund, dass wir Keltas haben und die Gegner Nova. Eine gut gespielte Nova ist natürlich gut, keine Frage. So, jetzt müssen wir mal gucken. Q. Stößt in die Zielrichtung und fügt Gegnern 75 Schaden zu. Erneut aktivieren und bis zu 2 weitere Male, bla 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 bla, okay, betäubt, okay. W, entweiht die Luft, für Gegner einen Schaden zu, gewinnt 3 Sekunden und packt so. Erhöht Bewegungsgeschwindigkeit, ach ja, genau, das hier war der Sleep, das E. W ist im Prinzip Panzerung. Und Q ist dieses Rumschlagen. Okay, was haben wir denn hier an Talente? Das hier ist für interessant. Alter Schwede, das hätte nach hinten losgehen können. Ja, das ist für das W. Halt auf Verbündete.
Das ist immer interessant. Ich glaube, halt auch Verbündete finde ich hier ziemlich nice. Boah, das ist richtig nice mit dem Sleep. Vor allem, wenn man das schön kombot mit einem Keltas oder sowas. Sehr nice. Gefällt mir richtig gut. Ja, bisschen Schlägerei in der Mitte, übertrieben viel Schlägerei, muss ich zugeben. Zocken war bisher nicht so drin. Okay, der Gegner hat das hier genommen. Ja, wir schauen uns das gleich in Ruhe an. Wie gesagt, ich mache das ja immer ganz gerne, dass ich so ein bisschen blind da reinstürze. Und ein paar Games später läuft es dann schon um einiges besser. Ich nehme andere Talente und kann den Helden besser spielen und so. Erwartet daher nicht zu viel. Hat er das Kügelchen nicht genommen? Ja. Halt jedes Mal. Okay. Der Sog explodiert. Ich nehme Heilt. Heilung ist ganz cool. Ja. Ach, das gefällt mir sehr gut. Ich wollte gleich nochmal ausprobieren, ob man auch ein bisschen mehr Abstand zwischen den Qs lassen kann. Der dritte Schlag betäubt, sodass immer direkt der erste Schlag betäubt. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt ja so Helden, da kann man das so ein bisschen vorbereiten. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass es geht. Das wäre schon ziemlich stark. Eins. Zwei. Ah, ein bisschen geht's schon, ne? Aber nicht so, wie ich das gerade dachte. Das wäre auch zu stark gewesen. Eins, zwei, okay. Ja, man hat halt diesen Balken, wo man so ein bisschen, Linus! Gefällt mir sehr gut. Erster Eindruck ist sehr, sehr gut. Also, ich finde es bis jetzt auch nicht wirklich OP. Er ist stark. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, einen overpowerten Helden zu spielen. Wobei ich den schon fast direkt sehr, sehr stark einstufen würde. Tier 1. Momentan. Gucken wir mal später. Automatische Angriffe können mehr Schaden, erhöht den Schaden. Automatische Angriffe, wenn man gar nicht im Gebüsch auffällt. Dieser Effekt nach 4 Sekunden. Interessant. Interessant. Ja, das Team kommt nicht leider. Das ist natürlich sehr schlecht. Immer hier die Lebenspunkte.
sehr, sehr cool. Sehr tanky. Ich habe jetzt auch mehr oder weniger alles an Talenten erstmal genommen, was so ein bisschen Lebenspunkte oder sowas gibt oder Heilung. Weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist mit dem, aber fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. So. Ja, wir sind sehr weit vorne. Es ist noch keiner gestorben aus meinem Team. Und ja, 5 Kills zu 0. Ich hoffe, es bleibt so. Und wir sind im Level auch sehr weit vorne. Es sieht sehr gut aus. Schauen wir doch mal zwischendurch rein, was der gegnerische Mal'Ganis so geskillt hat. Auf 4 dasselbe wie ich. Und auf 7 die automatischen Angriffe. Finde ich auch nicht schlecht mit den Auto-Attacks. Habe ich auch überlegt, so in der Sekunde, wo ich es gesehen habe, aber ich denke, dass wir hier mit dem, der dritte Schlag von dem Immunischen Clown stiehlt 4% der Lebenspunkte. Ja, finde ich auch nicht schlecht. Muss man natürlich auch treffen. So. Analysieren, um Lebenspunkte mit dem Gegner zu tauschen. Ja, das wollte ich mal gerne ausprobieren. Ich bin aber ganz ehrlich, so wie das Spiel momentan läuft, ich bin ja sehr selten low, also mal gucken, ob ich dazu komme, Lebenspunkte tatsächlich zu tauschen. Analysiert, 0,75 Sekunden lang auf einen gegnerischen... Muss ich hier helfen? Nee. Gegnerischen Helden und tauscht dann im Verlauf von 3 Sekunden... Prozent basiert die Lebenspunkte mit dem Ziel. Ja. Verlauf von 3 Sekunden. Okay. Ja, es macht ja nur Sinn, wenn man selber mega low ist. Sehr geile Ultimate. Auch sehr, sehr starke Ultimate. So liest es sich zumindest. Setzt aber voraus, dass man ein bisschen angeschlagen ist. Weiß ich nicht, ob man das so schön inszenieren kann. Ich probiere das einfach mal, indem ich hier voll aggressive. Na, feeden möchte ich nicht. Ne? Immer so ein Zwiespalt, ne, mit der Ulti. Einerseits möchte man, dass es klappt. Geil mit dem Muradin. Richtig nice. Krass. Wieso haben wir das da nicht gekriegt, frage ich mich. Vielleicht haben wir zu viel mit denen rumgespielt. Wählt ein Talent. Alter, was ist das für eine Quick-Match-Runde? Chaos, ich euch nicht vergessen. Du wirst an einen Turm verlieren.
Erhöht die Dauer des Schlafeffekts. Einbruch danach, das ist nicht schlecht. Verlangsamt Gegnerheilung. Erhöht Bewegungsgeschwindigkeit. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit mit jeder durch einen Helden. Erhaltene Heilung. Ich nehme die Bewegungsgeschwindigkeit. Ich weiß nicht, ob das geil ist, aber es klingt gut. Boah, ich bin mega begeistert von dem. Das hat er geskillt. Auch. Aber er konnte es, glaube ich, noch nicht so gut einsetzen wie ich, der gegnerische Mal'Ganis. Oh, Uta. Ja, aber wir haben auch ein saugeiles Team, ne? Tja, Junge. Schade, ich habe gedacht, mein Ulti geht raus. Was? Was, ey. Wahnsinn. Richtig gutes Team. Ja, okay. Da ist er gestorben, aber ich glaube, er hatte auch Internet-Connection-Probleme, der Moradin. Irgendwer aus meinem Team ist auf jeden Fall rausgeflogen, das habe ich gehört. Nekrotischer Sog. Fesselt eine... Ach komm, ich liebe Fledermäuse. Krass. Ah, ich wollte eigentlich den Muradin voten, ne? Ging zu schnell. Ihr seht, Level 1, noch nie gespielt, jetzt Level 2. Was soll ich sagen? War richtig nice, hat richtig Bock gemacht. War natürlich nicht gut und so. Ja, kann man alles perfektionieren, aber ich freue mich gerade richtig, weil ihr wisst das ja, ich mache ja meistens so ein Take und entweder das ist okay oder... Ist halt nicht so gut geworden, das Video. Ich hau's dann aber trotzdem raus. Und deswegen freue ich mich gerade, dass das direkt auf Anhieb beim ersten Versuch so gut geklappt hat. Ja, wir sehen's hier. Ja, genau. Ich habe gestern eine Runde Quick Match gemacht, ohne aufzunehmen. Hab gedacht, ja, komm, jetzt hast du gerade mal ein bisschen Zeit. Baust du das mal zwischen. Und dann vor 3 Tagen. Teamliga gespielt, sehr exzessiv und dann wieder Pause gehabt.
Ja. So. In diesem Sinne, Malgana, es gefällt mir richtig gut. Erster Eindruck, echt super. Was soll ich dazu sagen? Auch die Fähigkeiten sind cool hier. Quasi beim dritten Schlagen stunt er die Leute. Also das ist so ein Schlagen stunnen. Das hier ist quasi, fügt nahen Gegnern Schaden zu und gewährt Panzerung. Also das ist, ich sage immer, oh shit Button. Das hier ist quasi der Sleep. Das kann man aber auch als Escape benutzen. Ziemlich cool, weil der dann die Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Ja, und das hier ist halt quasi seine Passive, heilt Mal'Ganis um 45% des Schadens, den den gegnerischen Helden zufügt. Ja. Und um 15% des Schadens, den in nicht-heroischen. Okay. Also, was er an Schaden macht, kriegt er an Leben zurück. So ein bisschen wie Illidan, glaube ich. Bei dem ist das ja so ähnlich. Ja. Und die zwei Ultis, da habe ich bisher nur diese hier ausprobiert, aber die ist schon ziemlich geil. Ich weiß jetzt nicht, Talente, da kann ich noch nicht so viel zu sagen. Da habe ich jetzt einfach nach Gefühl einfach das genommen, was halt ein bisschen Heal gibt. Wobei ich hier, glaube ich, das zweite genommen habe mit Verbündeten, ne? Prozent des verursachten physischen Schadens, ja. Ja, da hatte der Gegner ja das hier genommen. Die anderen Talente. Ich werde mir das mal in Ruhe nochmal angucken, mich so ein bisschen mit dem Warm spielen im Laufe der nächsten Tage, im Laufe der nächsten Wochen. Und ja, mal gucken. Ich bin gespannt, ich freue mich riesig auf den. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.